Hier sind wir wieder, Heidi Hörnlein in Italien am Tiber, wie ihr auf dem Foto sehen könnt. Und nee, nicht wirklich am Tiber, ich sitze bei mir zu Hause am Computer und ich spreche mit Marion Lockert. Und sie ist eine, kann ich sagen, Gelehrte in der Seelenlehre. Eine, was sagt man da, Marion? Sag du, ganz kurz. Das, na, weil ich dann natürlich sofort gleich in archetypischen Kategorien denke, Gelehrte würde ich nicht sagen, aber vielleicht eine Expertin würde ich mich schon nennen. Okay, also eine wirklich tiefe Expertin in ihrem Fach und sie kann uns dadurch, dass sie diese Matrix erklärt, das Leben um so viel erleichtern, die Akzeptanz des Lebens, die Akzeptanz der Welt, einfach weil wir plötzlich eine Öffnung haben, weil wir einfach verstehen, warum es so ist, wie wir gemeint sind und wir müssen nicht mehr gegen uns selbst kämpfen. Und ist das nicht schön, wenn wir zur Ruhe kommen? Ja, wir hatten also, wie gesagt, schon mal ein Gespräch gehabt. Ihr findet es auf YouTube oder auf der Webseite thewisdomfactory.net. Aber jetzt gehen wir weiter. Wir haben nicht alles geschafft und deswegen kannst du kurz eine Zusammenfassung geben, wenn die Leute was mehr über dich erfahren wollen, dann sollen sie beim ersten Video nachgucken, nicht? Und dann gehen wir weiter mit dem, was noch fehlt. Es fehlt viel, aber okay. Ja. Also wir haben beim letzten Mal uns besonders vertieft darin, die 7 universalen Energien, die Grundstruktur unserer Seele ausmachen oder im Grunde nicht nur unserer Seele, sondern des gesamten Universums, damit auch unserer Welt, damit auch uns. Und haben viel über diese einzelnen archetypisch bezeichneten Energien gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass in unserer Seelenstruktur implementiert ist ein Angstmuster, was uns täglich, minütlich umtreibt und sehr beeinflusst. Und insofern ist das super hilfreich, das zu kennen. Und wir haben über die verschiedenen Pole gesprochen. Das heißt also, dass sich bewegen in den Dualen zwischen angstvoll und liebevoll. Ich weiß nicht genau, ob du über die gelehrte Energie viel gesagt hast. Ich glaube, wir sind mehr in der dualen, oder wie sagst du, die beiden roten Energien, die wir ja hinten hinter dir sehen, da sind wir, glaube ich, mehr oder weniger stehen geblieben. Ja, ich hatte die gelehrten Energie kurz erwähnt vorher, aber noch nicht so nicht so explizit, das stimmt. Also die gelehrten Energie, das entspricht dieser grünen, das ist eine Energie, die neutral ist. Und zwar, also du weißt vielleicht, dass wenn man Licht physikalisch betrachtet, dass alle Spektralfarben zusammengenommen weißes Licht ergibt. Und die gelehrten Energie ist im Grunde wie dieses weiße Licht. Also in der gelehrten Energie fließt assimiliert alles himmelblaue, zitronengelbe, blutrote, sonnengelbe, ozeanblaue und purpurrote zusammen und ergibt diese gelehrten Energie. Das heißt, sie ist selbst dadurch neutral und es ist auch die Energie, die sehr leicht, der es sehr leicht fällt, auch zu verschiedenen anderen Dingen so etwas wie einen neutralen Standpunkt einzunehmen. Die gelehrten Energie ist die Energie der leeren Mitte, könnte man sagen. Es ist die Energie, die mit der Grundtiefe des Lebens verbunden ist. Deshalb ist sie eine, die etwas zu tun hat mit Stillstehen und Innehalten, die etwas zu tun hat mit Beobachtung, und die aber auch so etwas erdgebunden Pragmatisches hat. Gelehrte
wenn sie in ihrer Seelenessenz, in ihrer Grundenergie diese Energie haben, sind sehr häufig Menschen, die in ihrem Leben schon sehr, sehr viel Wissen angesammelt haben und die das gerne tun, indem sie sich der Vergangenheit zuwenden, weil sie sagen, in der Vergangenheit, und wenn ich weiß, wie die Dinge waren, wie diese Rückschau war, aus der Vergangenheit können wir für die Gegenwart und für die Zukunft lernen. Die Gelehrten sind die Detailfreudigen unter uns, die ganz exakt sein möchten und die wundervoll in der Lage sind, Dingen Ordnung, Struktur und Gradlinigkeit zu geben. Also das ist das, was Gelehrtenenergie. Und das ist ja sehr wichtig, nicht? Total. Total. Also für Wachstum und für Veränderung braucht es Chaos und Struktur gleichermaßen. Chaos muss aufmischen, damit etwas Neues überhaupt entstehen kann. Und dann braucht es wieder Struktur, um die Dinge wieder zu ordnen und zusammenzusetzen und um es zu etwas Funktionierendem zu machen. Beides ist. Das finde ich jetzt auch wirklich wieder sehr wichtig, das zu verstehen, dass die Ordnung das Chaos braucht. Und das Chaos braucht die Ordnung. Dass wir nicht versuchen sollten, uns auf einen Pol festzulegen. Es muss alles nur immer ordentlich sein. Ne? Dann wird es ja schon wieder komisch. Oder wenn es nur Chaos ist, ist genauso komisch. Also, und dass wir dann in unserer Gesellschaft Menschen haben, die eben für die Ordnung zuständig sind und die aus Chaos Ordnung schaffen. Und dann sind es wieder Menschen, die wir dringend brauchen, wie zum Beispiel die Künstler, die dann wieder Chaos hereinbringen, sodass wieder eine neue Ordnung auf einer neuen Ordnung, auf einer neuen Stufe oder Level geschaffen werden kann. Das finde ich ja wirklich ganz, ganz wichtige Erkenntnis mit dieser Dualität. Die tun wir zu leicht vergessen. Und dann hauen wir uns die Köpfe ein. Demokraten gegen Republikaner in Amerika, ne? Statt zu bemerken, dass man beide Kräfte braucht, ja, versucht die eine die andere zu killen sozusagen, aber nicht nur da, also überall, ja, das ist nur so öffentliches Beispiel. Okay, danke. Ja, also ich denke, damit haben wir sozusagen alle sieben Energien ganz gut beleuchtet. Und natürlich könnte man zu jeder dieser einzelnen Energien eine mehrteilige Sendung machen. Ja. Wir haben also eine energetische Struktur. Ich mache jetzt noch mal kurz das andere Chart sichtbar. Dieses hier. Wir haben also eine Seelenrolle und einen Weg der Seele. Wir haben ein Urangstmuster und wir haben aber noch verschiedene andere Elemente, nämlich ein sogenanntes Entwicklungsziel, einen sogenannten Modus, eine Mentalität, ein Reaktionsmuster und ein Seelenalter. Und ich würde jetzt gerne zu den Entwicklungszielen etwas sagen. Das Entwicklungsziel ist das Element des seelischen Musters, was sich die Seele bei der Planung der nächsten Inkarnation für ihr zukünftiges Ich sucht. Ist also das Element in diesem Muster, was die Seele als erstes auswählt. Die anderen Matrix-Elemente werden dann sozusagen passend für das, was ansteht, ausgewählt. Das heißt, unsere Matrix, unsere persönliche Matrix ist nicht nur schön, sondern auch hilfreich und hat eine innere Schlüssigkeit. Das Entwicklungsziel also, unser Lebensthema, ist deswegen in dem Chart, was alle da ja hinter mir sehen, auch als Verben ausgedrückt. Und es gibt
Und als ich die Entwicklungsziele das erste Mal zur Kenntnis genommen habe, habe ich mich ehrlich gesagt ziemlich gewundert. Ich habe gesagt, wie, das soll ein Ziel sein? Irgendwie kam mir das ziemlich merkwürdig vor. Und ich, damit das nachvollziehbar ist, sage ich mal, wie die Ziele lauten. Die Ziele, die zur Auswahl stehen, lauten verzögern, ablehnen, unterordnen, stillstehen, das soll ein Ziel sein, stillstehen, akzeptieren, beschleunigen und herrschen. Und bleiben wir gleich mal bei diesem Ziel stillstehen. Wieso kann denn stillstehen überhaupt ein Ziel sein? Wenn wir an Ziel denken, haben wir ja meistens so etwas im Kopf, ne? Das ist etwas, was wir durch Dynamik erreichen sollen und so. Und wir denken bei dem Ziel eben auch an das Ziel und nicht unbedingt an den Prozess, der den Weg zu diesem Ziel ausmacht. Hier in dem Entwicklungsziel ist das Ziel aber in der Tat als ein Lernprozess gemeint und als das Ziel, sich mit diesem thematischen Lernprozess Zeit dieses Lebens auseinanderzusetzen. Im nächsten Leben hat man wieder ein anderes, aber in diesem Leben ist es eben ein bestimmtes. Und stillstehen kann ein Ziel sein, weil es als eine ganz wundervolle Möglichkeit, als Gelehrtenenergie zu sagen, da, den Prozess des Innehaltens, des Sortierens, des Reflektierens, des Ordnens beinhaltet. Stillstehen ist, ich muss es andersrum sagen. Menschen, die eine längere Zeit im Koma verbringen, haben häufiger das Ziel stillstehen. Das bedeutet jetzt nicht notwendigerweise, dass alle, die das Ziel stillstehen haben, auch notwendigerweise ins Koma fallen müssen. Besser nicht, ne? Wie einer meiner Lehrer mal sagte, Kopfschmerzen sind kein Zeichen von Aspirinmangel. Also so rum kann man es nicht sagen. Aber es veranschaulicht vielleicht, dass Stillstehen etwas ganz Wichtiges ist und eine ganz wichtige Möglichkeit der Erkundung ist, von dem, was Menschsein auch bedeutet. Im Grunde geht es ja darum, und alle diese Matrix-Elemente, so wie ihr die hinter mir seht, gehen darum, auszuloten, was bedeutet Menschsein. Das ist das, worum wir hier sind. Das ist unser Sinn. Und bei dem Erkunden dessen, was Menschsein bedeutet, Erkenntnis und Liebe anzureichern. In der Dualität, und deshalb müssen wir auch nicht nur Liebe, sondern auch die Angst und die Ausformungen unserer Verhalten, die aus Angst resultieren, erfahren. Dann gibt es solche Ziele zum Beispiel wie Unterordnen. Klingt vielleicht auch erstmal komisch. Ja, als du mir das sagtest, fand ich das ganz merkwürdig. Ich soll mich unterordnen. Dabei habe ich mein Leben lang gekämpft, mich nicht bestimmen zu lassen von irgendwelchen Männern und so. Und nun soll mein Ziel sein, Unterordnung. Oh Gott, wie ist das? Und eine der Begründungen hast du schon gerade gesagt. Also zum Unterordnen gehört schon auch das Rebellentum und sich das um die Auseinandersetzung Unterordnen und Herrschen und wie ist es so? Das ist ein Punkt, der zum Unterordnen gehört. Und der andere Punkt ist, wir denken bei Unterordnen sehr schnell an Unterordnung unter Personen. Und das kann auch durchaus Thema sein für Menschen, die eine jüngere Seele haben.
Menschen jedoch, die eine so alte Seele schon haben wie du oder vielleicht sogar noch älter, für die bedeutet Unterordnen als Thema nicht unbedingt mehr das Unterordnen unter eine Person, sondern mehr unter das große Ganze. Das heißt, es geht um das Thema auch sich führen zu lassen. Und es geht um das Thema, und das ist der Pluspol ja auch von Unterordnen, um Hingabe. Und da werden wir uns dann wahrscheinlich wieder relativ einig, dass Hingabe was ganz Wundervolles ist. Also, ja, wenn man es kann. Aber das, ja. Das ist genau das Thema. Hm? Unterordnen als Ziel will dich in Hingabe üben. Und um Hingabe möglichst gut ausloten zu können, musst du es abgrenzen können gegen die Unterwerfung. Also musst du auch Unterwerfung erfahren, aktiv und passiv. Entweder dich selbst unterworfen haben, und das hast du zu Zeiten deines Lebens, und es möglicherweise auch andersrum erfahren haben, indem du auch andere versucht hast zu unterwerfen. Manchmal ist es dir vielleicht auch sogar gelungen. Ich finde es jetzt so spannend, weil während du sprichst, dann tauchen sofort Situationen in meiner Erinnerung auf. Ja? Danke, klasse. Und die dann eben nicht, sich nicht dafür zu schämen oder sich nicht dafür zu bestrafen oder zu schelten, ne? Sondern zu sagen, okay, das ist einfach Teil der Erfahrung, die ich ja auch machen musste oder noch muss, ne? Ja, und das mit der Unterordnung und eine größere Ganze, das kann ich voll zustimmen. Ungefähr mit 40 hat es bei mir angefangen, dass ich spirituell anfing, mich dafür überhaupt zu interessieren. Und dann habe ich eben gemerkt, dass ich bin ja gar nicht das kleine Dings, was für sich alleine so kämpfen muss, sondern so ein Teil von diesem großen Ganzen. Und mittlerweile fühle ich mich als Teil des Universums, sagen wir es mal so. Ja, also wirklich das. Und lasse mich in gewisser Weise viel, viel leichter führen als früher. Früher dachte ich, ich muss immer alles ganz alleine machen. Und jetzt kann ich sagen, nun, ja, wie sagte es in der Bibel, dein Wille geschehe. Ja, ich meine, das Universum nenne ich das, was andere Leute Gott nennen. Nicht? Und ich kann das viel besser jetzt akzeptieren. Und wenn das so gemeint ist, dann ist das ja eigentlich eine tolle Bestätigung wieder mal. Ne? Klasse. Ja, alle diese Ziele sind ganz wundervoll und haben eben diese Komponenten, wenn ich das in der Liebe lebe, dass es tatsächlich natürlich was ganz Erfüllendes und Wundervolles ist. Und sie haben die Angst, die ängstliche Ausformung. Und aus Angst geschehen eben viele schlimme Dinge, die wir uns selber antun und schlimme Dinge, die wir anderen antun. Das Böse ist ein Mangelzustand, sagt die Quelle. Da sprichst du jetzt gerade von der Quelle. Wir haben noch nie bisher über Quelle gesprochen. Magst du da kurz mal was einwerfen, was das heißt und was das bewirkt oder wie auch immer? Klar, es gibt natürlich die berechtigte Frage, wo kommt das eigentlich her? Und also um eine längere Geschichte möglichst kurz zu machen. Es gab in Amerika eine Gruppe von Menschen, die sich medial betätigt haben und die in diesem Prozess Informationen bekommen haben über Seele und wie diese Seele strukturiert sei. Diese Quelle in Amerika nannte sich Michael und die dazugehörige Lehre nannte sich Michael Teachings. Und es gab dann hier in Deutschland zwei Personen, Frank Schmolke und Wada Hasselmann. Frank Schmolke war in Amerika und hat durch das, was manche Leute Zufall nennen würden, auf interessanten Wegen diese Michael-Teachings kennengelernt und war sehr schnell sehr berührt. Und als er wieder nach Hause kam,
und mit seiner Partnerin weiter zusammensaß, die sich auch mit dem Thema Medialität zu beschäftigen begonnen hatte, bekamen die plötzlich Informationen über diese Michael-Teachings, stellten aber fest, dass nicht Michael zu ihnen sprach, sondern eine andere sogenannte kausale Quelle. Und sie fingen an, und insbesondere Frank Schmolke fing an, Fragen zu stellen. Frank war also der Part in dem Duo, der fragt, strukturiert, klassifiziert und mit seiner unbändigen Neugier das Ganze immer weiter am Laufen hielt. Und Wada Hasselmann ist das Medium gewesen und auch immer noch, die ihnen ihre Energie und ihre medialen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt hat. Und sie haben dann also immer weiter gefragt, sie haben dann Gruppen gebildet von in der Hauptsache Therapeuten, aber auch ein paar andere Berufe, die dann Fragen gestellt haben. Und so haben sie diese Michael-Teachings in jetzt mittlerweile 9 Büchern vertieft, unglaublich differenziert und ja, für uns auf noch viel intensivere Art und Weise erfahrbar gemacht. Sie haben auch angefangen, irgendwann Seminare dazu zu geben. Und ja, eben auf diese Informationen von dieser kausalen Quelle fußen all die Dinge, die ich hier jetzt bislang erzählt habe. Ja, das war wichtig, dass wir das sagen, denn na, sonst sagt sie, wir hatten sich sowas ausgedacht. Aber wie man sieht, ist es nicht wirklich ausgedacht, sondern aus dem Feld morphogenetischen oder was auch immer Feld hereingekommen in das Bewusstsein und die, ja, Bewusstsein würde ich sagen, oder die Kenntnis von einigen Menschen, die dafür begabt sind, das zu sehen. Und du bist ja genauso begabt in dieser Beziehung, nicht? Hast du das bald gemerkt oder hast du das erst gemerkt, als du dich damit beschäftigt hast oder mit Wada Hasselmann in Kontakt gekommen bist? Wie war das für dich? Meinst du mit der Medialität? Ja. Ja. Naja, ich habe ja Selbstverleugnung als ein Angstmerk. Dann ist es ein Problem, das anzuerkennen, dass man was kann, ja. Ja. Ich glaube, ich war Mitte 20, als eine mediale Freundin mir sagte, ach übrigens, Marion, du kannst das auch. Und in mir hat das natürlich gleich eine sehr zwiespältige Reaktion hervorgerufen. Einerseits natürlich, toll, war sehr geschmeichelt und gleichzeitig, ich? Na, ich doch nicht. Auf gar keinen Fall. Und irgendwie hat mich das Thema auch etwas geängstigt. Und so und aber wie das mit allen Themen ist, die einen irgendwie betreffen, hat mich das auch alles nicht losgelassen. Das war also geriet nicht in Vergessenheit. Aber ich habe es auch nicht bedient. Und als ich dann Jahre später bei Wada Hasselmann und Frank Schmolke im Seminar war und der Quelle eine persönliche Frage stellen konnte, habe ich danach gefragt und die Quelle hat mir gesagt, natürlich hast du diese Fähigkeiten und nun würde ich sagen, im Grunde ist die Quelle ja auch nichts Besseres als wir, aber mir hat es geholfen, daran zu glauben. So. Und ich habe dann angefangen, Seminare zum Thema Medialität zu besuchen, Ausbildungen zu machen, Übungsgruppe ins Leben zu rufen. Ne? Wir Weisen machen ja immer gerne Gruppen. Ja, und irgendwann habe ich dann auch mir ein Herz gefasst und bin damit an die Öffentlichkeit gegangen und habe das angeboten für Menschen. Und das war schon eine ziemlich große Herausforderung für mich, weil ich natürlich auch immer wieder dann sage, na Marion, das hast du dir jetzt ja wieder prima ausgedacht. Aber Wada Hasselmann hat auch mal gesagt, wenn jemand als Medium arbeitet und nie an sich zweifelt, der kann eigentlich nicht ganz dicht sein. Also es ist, denke ich, auch mittlerweile gesund,
das immer wieder auch möglichst konstruktiv in Frage zu stellen und auf diese Art und Weise für sich auch zu überprüfen. Ja, das ist sehr schön. Und außerdem ist es ja jetzt auch eine Zeit, wo sowas nicht mehr so ganz abstrus ist, wie das noch vor 50 Jahren war. Das heißt, sowohl man kann es für sich selber anerkennen, als auch anerkennen, dass andere die Fähigkeit haben. Mir fällt dazu auch wieder was ein. Ich hatte hier mal Unterricht mit einer jungen Frau und irgendwann, also ich war die Lehrerin, irgendwann sprach sie davon, dass sie solche Fähigkeiten hätte von ihrer Mutter, aber sie wollte damit absolut nichts zu tun haben. Ich habe mir gesagt, es ist doch toll, ja, wenn du das kannst. Nee, 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 nee. Ja, es ist... Und oftmals, also nicht zwangsläufig, aber oftmals ist es so, dass so eine Art von Abwehr auch was damit zu tun hat, in vorangegangenen Inkarnationen schlechte Erfahrungen damit gesammelt zu haben. Und dass deswegen so sozusagen so Reste in der eigenen energetischen Struktur, also alte Knoten, da einfach noch dafür sorgen, dass man Abstand hält. Ja, und wenn man real sieht in der Welt, ich meine, vor ein paar Jahrhunderten wurde man dafür auch verbrannt als Hexe, nicht, wenn man solche Fähigkeiten hatte. Und das war also ganz real Besorgnis, das lieber nicht zu fördern und bedeckt zu halten, nicht? Deswegen meine ich, heutzutage ist es nicht mehr ganz so wu-wu, obwohl Leute noch immer denken, das hast du dir ausgedacht und so. Aber dass du selber das nachprüfst und man hat ja dann irgendwann, stelle ich mir vor, ich glaube nicht, dass ich diese Fähigkeiten habe, aber ich übertrage das jetzt auf andere Situationen, wo ich mich frage, bin ich das jetzt mein authentisches Wunsch oder so oder ist es nur wieder irgendwie ein Ego-Bedürfnis oder sowas? Also man hat das Gefühl dafür, das ist nicht 100%, aber doch ziemlich, ziemlich hochprozentig, dass das jetzt das Wahre, in Anführungsstrichen, ja, ist und das andere, das sich Ausgedachte oder so, ne? Also ich finde es ja auch total wichtig, das wirklich kritisch zu überprüfen, weil es gibt ja mittlerweile auch eine ziemlich weitreichende ESO-Szene, nenne ich das jetzt mal ein bisschen abfällig, wo Dinge angeboten werden, wo zumindest sich mir alle Nackenhaare aufstellen. Aber wie sollte es in dieser Zunft auch anders sein als in allen anderen? Du hast ja, ne, ob du einen Rechtsanwälte anguckst oder Klempner oder ne, es gibt in jeder Zunft Könner und Scharlatane. Das ist normal. Und in so einem Bereich, der sich ja tatsächlich nach mechanistischen Kriterien nicht überprüfen lässt, ist dem natürlich Tür und Tor geöffnet. Und das spricht aber davon, dass du sagst ja auch, du bist eine alte Seele, nicht? Und als alte Seele hat man diese, wie soll ich sagen, Ehrlichkeit, nachzugucken, wo bin ich, ne? Wie weit ist meine Entwicklung? Du brauchst es nicht mehr zu machen für dein Ego. Wenn du eine junge Seele bist, dann bist du noch voll in diesem, oh, ich bin jemand, ja, und dann brauchst du das für dein Ego und dann wirst du das, wenn du nicht wirklich die Fähigkeiten hast und du findest es aber cool, dann wirst du jetzt so tun, als hättest du die, nicht? Und es gibt ja genug Leute, die auf bestimmte Triggerpunkte hineinfallen und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Menge, zweifelhafte Dinge auf diesem Markt gibt. Nachdem, wie du sagst, es nicht überprüfbar ist, wissenschaftlich in dem Sinne, es ist schon wissenschaftlich überprüfbar in gewissen Bereichen, ne? Also mit den Energien und diese ganzen Sachen. Aber es ist nicht so, dass du jetzt einen Versuch machen kannst und dann steckst du oben was in die Maschine rein und unten kommt ein Ergebnis raus. Ne? Das ist also kein materialistisches Nachweisverfahren möglich. Und wir sind halt noch in einer materialistischen Gesellschaft, wo die meisten nur an das glauben, was sie sehen. Und Energien kann man ja nicht sehen. Ja, Strom kommt zwar aus der Steckdose, aber ja, das kennen wir ja. Aber solche Energien, die gibt es halt nicht. Ne? Also insofern ist es schwieriger, da zu einem ernsthaften Anerkennung zu kommen. Und solange du
aber selber dir dessen bewusst bist, dann kannst du zu einem Stand kommen, wo du wirklich glaubhaft bist. Ne? Aber wenn du natürlich das nur machst aus Hokuspokus, und das sind auch wieder wahrscheinlich junge Seelen, die darauf reinfallen, oder? Ich weiß es nicht. Also, immer so sagen, du hast es ja so ein bisschen, deine Argumentation oder deine Schilderung an dem Begriff des Ego aufgehängt. Und ich würde gerne mal kurz eine Lanze brechen fürs Ego. Also, wir sind, und ich spreche jetzt sozusagen wieder mit den Weisheiten der Quelle, wir sind ja hier, um das Menschsein zu erkunden. Und ohne das Ich gäbe es kein Menschsein. Das Ich ist etwas, was uns zutiefst ausmacht und ohne das wir diese ganzen Dinge, die es hier zu erfahren gibt, gar nicht erfahren könnten und würden. Und das heißt, die Seele braucht das Ego, um lernen zu können. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, sagt die Quelle, das Ego zu überwinden, sondern wir sollten es vielleicht lieber feiern. Wie anvoll wir das dann tun oder wie bewusst oder entwickelt wir das dann tun, ist ganz unterschiedlich. Und das hat dann wieder auch was mit den Seelenaltern zu tun, die du angesprochen hast. Ja, ich denke, ich habe einfach bloß einen schlechten Ausdruck gewählt. Ich habe so als Kurzdings Ego genannt. Ich wollte eher meinen, der Teil in dir, der wirklich wahrhaftig ist und authentisch, und der andere Teil, der versucht, da irgendwie was zusammenzubrauen. Das meinte ich mehr. Ja. Ja, ich erinnere dich dann aber gerne auch wieder an diese Geschichte mit den Dualen. Also, wer wirklich erfahren und ergründen möchte, was Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist, muss sich intensiv mit der Lüge beschäftigen. Und ohne das geht es nicht. Deshalb gibt es also ganze Seelenfamilien, die mit dem Thema Lüge und Wahrheit beschäftigt sind. Und es ist ja außerdem auch so, dass wir ganz häufig in dem Gefühl, Wahrheit zu sprechen, das trotzdem nicht tun und uns selber ungeheuer was vormachen. Also die Selbstlüge im Brustton der Überzeugung gehört hier auch mit dazu. Es ist also ein sehr großes und filigranes Feld, was diese Geschichte mit sogenannt Wahrheit und sogenannt Lüge angeht, und ein höchst spannender Tummelplatz. Ja, und ich finde das jetzt wieder mal so mindblowing auf gut Deutsch, weil das noch einmal die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, und auch ich in dem Fall, es wird im Grunde verrückt durch das, was du sagst. Verrückt. Und du merkst plötzlich, mit den Kriterien, die du bisher hattest, kriegst du vielleicht was, aber die sind so ein bisschen schief. Ja? Also einfach durch die Erinnerung, dass du sagst, das andere gehört immer dazu. Ja? Das hat mir jetzt noch einmal ganz arg meine Neigung gezeigt, auf irgendwas, was böse ist oder schlecht oder so, rumzuhacken. Ja? Danke. Ja, also das ist auch in der Tat etwas an diesem gesamten System, jetzt mal über die reine Seelenmatrix hinausgehend, was mich so berührt auch daran. Das ist wirklich sozusagen im tiefsten Sinne systemisch ist. Das heißt, alles, was existiert, hat Platz und hat einen Platz in dieser Betrachtungsweise. Es gibt nichts, was auszuschließen wäre. Das finde ich wundervoll. Ja, und vor allen Dingen nicht in dem Sinne zu verurteilen, wie wir das gewohnt sind. Nicht? Ja, die Frage ist natürlich, die sofort aufkommt, lohnt es sich dann zum Beispiel für Veränderungen überhaupt sich einzusetzen, wenn ja alles so gemeint ist? Veränderung ist ja auch gemeint. Okay, ja gut.
Schön. Aber diese Frage kommt einem natürlich völlig klar. Ja, ja. Ja. Also ne, die passende Antwort wäre ja und nein. Und das, da komme ich jetzt wieder auf den Entwicklungsaspekt, persönlichen Entwicklungsaspekt. Du weißt ja, ich bin mit integraler Theorie unterwegs und so. Je weiter du in deiner persönlichen Entfaltung kommst, und das hat ja auch irgendwas mit den Seelenaltern zu tun, haben wir damals festgestellt, desto eher kannst du verschiedene Perspektiven halten und desto mehr kannst du sowohl ja als auch nein als möglich sehen. Und du musst nicht mehr eins auslöschen. Und das finde ich ein riesen, sagen wir mal, Erfolg im menschlichen Leben, wenn man das kann, dass man verzichten kann auf die Klarheit. Ja? Und da kommt eine Story aus meinem Leben. Meine Mutter war natürlich immer so drauf, dass es also entweder dies oder das. Ne? Und ich sagte, ja, warum nicht beides? Ja? Und das schon seit ganz früh. Ja? Und dann habe ich halt versucht, mich für eines zu entscheiden und nicht das andere. Und ich habe ja gesehen, es klappte nicht. Weise, da ist das sowieso, das war Pflicht, so zu denken. Ja. Und dann habe ich eben auch gelernt, dass ich langsam, das, und zwar ging es über die Traumarbeit, also dass ich träume, und dann habe ich gemerkt, ja, das bin ich ja auch und das ist auch, und dann gibt es die Deutung, du kannst es so deuten und kannst es auch so deuten, und dann habe ich dann irgendwann beschlossen, ich entscheide mich für keine Deutung, dass jede Deutung gleichzeitig ist, sagen wir mal, wahr, ja, und ich nehme die da, und ab da hat sich eigentlich meine ganze Fähigkeit, Widersprüche oder viele Facetten des Gleichen nebeneinander gleichberechtigt stehen zu lassen, ohne sich für eine entscheiden zu müssen, hat da richtig begonnen, dass ich das gelernt habe, und klasse, ja, also ich, ne? Ach, gemeint, ja. Wunderbar, habe ich wieder was gelernt. Ja, ganz toll, ja. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, noch zum Modus kommen, nicht? Und ja, also wie gesagt, man könnte über die Ziele natürlich noch ganz viel sagen, ne, mit dem Ablehnen und dem Akzeptieren und so weiter und so weiter. Aber ja. Wir machen eine ganze Reihe. Wir stellen eine Reihe zusammen und dann machen wir über all das einzeln ein im Laufe der nächsten Jahre, sag mal. Idee, fände ich großartig. Wäre doch toll, nicht? Genau. Jetzt geh erst nochmal, sonst kommen wir nicht durch, wieder nicht durch. Geh erst mal weiter in den Modus. Der Modus ist die Art und Weise, wie jemand das Entwicklungsziel lebt. Und für das Entwicklungsziel selber muss die Seele nichts tun. Das passiert von alleine, es entwickelt sich von alleine. Aber indem ich den Modus lebe, treibe ich das sozusagen voran, und der Modus gibt auch der Seelenmatrix nochmal eine charakteristische Färbung. Und bei mir zum Beispiel ist es der Modus Beobachtung. Und das heißt, da bin ich jetzt genau davor, Beobachtung. Das ist die Gelehrtenenergie, das grüne Feld da. Und das bedeutet, dass ich jemand bin, der ganz viel mitbekommt und ganz viel Informationen gleichzeitig über alle Chakras aufnimmt. Das Wort Beobachtung suggeriert so ein bisschen den visuellen Kanal. Es ist aber nicht ausschließlich visuell, sondern bezieht sich auf alle sinnlichen Wahrnehmungen. Und deshalb kann es auch häufiger mal sein, dass Beobachtende sich reizüberflutet fühlen, weil eben ganz viel gleichzeitig reinkommt. Und dann braucht es immer wieder Zeit, weil Gelehrtenenergie das Beobachtete, das Wahrgenommene, dann geordnet, strukturiert, analysiert, ausgewertet und so weiter werden möchte. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass wie Szenen, die ich erlebt habe, dann in einem Dauerloop irgendwie nochmal angeguckt werden innerlich, und ach, und da hat der das gesagt und ich habe das gesagt und dann habe ich so reagiert und so analysiere, so. Und, oder ausgewertet wird. Das ist nicht nur ein intellektueller Prozess, sondern es ist auch wieder ein Prozess, der auf allen Ebenen funktioniert. Und wenn ich in meiner Liebe bin, bei Beobachtung,
dann bin ich in der Klarsicht. Dann kann ich Dinge tatsächlich ganz klar und differenziert und auf den Punkt wahrnehmen. Und wenn ich in der Angst bin, dann wird das zur Überwachung. Und ne, dann will ich irgendwie schon, na, macht ihr das jetzt da auch richtig, wenn ich in der Küche stehe und meine Freundin bereitet gerade, irgendwie schneidet den Salat. Und ne, dann gucke ich, ob sie das irgendwie auch so macht, wie es richtig ist, ist ja klar. Ne? Und mittlerweile kann ich mich eben prima darüber amüsieren, wenn es mir dann wieder auffällt. Und dann atme ich tief durch und denke, ja, so war es jetzt gerade. Und dann kann aber auch schon wieder was Neues kommen. Ja, und so gibt es eben auch noch die Macht oder die Vorsicht, die Zurückhaltung oder die Aggressivität. Oder die Ausdauer. Die Ausdauer. Die bin ich. Also das ist die Frau mit dem langen Atem. Ja, genau. Und das sind die Pole Beharrlichkeit und Unverrückbarkeit. Das heißt also, das würde bedeuten, dass du tatsächlich jemand bist, der für den es auch gut und richtig wäre, langfristige Projekte zu haben, langfristig an Themen, aber auch an menschlichen Verbindungen dran zu bleiben, die aber auch immer wieder aufpassen müsste und überprüfen müsste, ob sie vielleicht nicht manchmal, ob du nicht vielleicht auch manchmal an Dingen festhältst, die eigentlich schon zu Ende sind. Ja, ja, da kann ich dir ein Lied von singen. Und zwar aus der Angst heraus, zu früh loszulassen. Das ist dann die Angst, es könnte zu früh sein. Dann bleibt man eben dabei und bleibt und bleibt und bleibt. Und es ist schon richtig scheiße mittlerweile und bleibt und bleibt und bleibt. Ja. Oh, wie schön, dass wir darüber lachen können. Das finde ich auch großartig. Also mir gibt dieses System einfach ganz viel Möglichkeit, diese Dinge so mit einer liebevollen Art von Humor zu sehen. Also es ist ja auch kein Auslachen, sondern es ist wirklich so ein, Menschen sind doch possierlich. Ja, so eine Art gütiges Lachen irgendwie. Ja. So, ja. Schön. Ja, dann gibt es noch ein sogenanntes Reaktionsmuster, also die Art und Weise, wie wir auf die Welt reagieren. Und reagieren also sowohl auf besonders angenehme als auch auf besonders unangenehme Dinge. Das Reaktionsmuster ist außerdem verbunden mit der Haupttätigkeit von Chakras, von unseren Chakras oder Chakren. Manche Leute sagen so, manche so. Also, wenn ich jetzt die gängigsten mal rauspicke, es gibt also ein intellektuelles Zentrum und ein emotionales Zentrum. Das sind die beiden, die da zu sehen sind. Wenn jemand emotional zentriert ist und irgendetwas Intensives passiert und diese Person würde dann gefragt, ja, wie war denn das jetzt für dich, wie denkst du darüber? Dann würde diese Person wahrscheinlich erstmal so reagieren. Weil das Emotionale hat erstmal keine Worte, weil es eben fühlt und nicht denkt. Und während wenn jemand intellektuell zentriert ist, dann kann er sehr schnell über Dinge sprechen und reflektieren, braucht aber möglicherweise einen Moment, um an sein Gefühl ranzukommen, was es dazu vielleicht auch geben könnte. Ich wähle immer gerne bei der Erklärung diese beiden Elemente, die intellektuelle und die emotionale Zentrierung, nicht nur, weil sie am meisten verbreitet sind,
sondern weil sie auch häufig gerne dafür benutzt werden, um dem anderen vorzuhalten, er wäre in irgendeiner Weise nicht in Ordnung. Im Zweifel ist er auf sich selbst. Genau, das kennen wir ja. Du fühlst du denn nichts, du bist immer gleich im Kopf und du musst immer gleich, hast immer gleich eine Lösung dafür, für alles. Und ich bin noch, ja, das ist so das Typische, nicht? Ja. Wieder das Lachen. Das hat damit was zu tun, dass unser Reaktionsmuster uns ja drastisch ausgedrückt schon oft den Arsch gerettet hat. Weil es hat unser Überleben gesichert in vielfacher Hinsicht. Und dann meinen wir, eigentlich funktioniert nur das wirklich. Und das andere sei irgendwie falsch. Oder sei ein Defizit. Und das denken aber natürlich alle, egal welches Reaktionsmuster er hat. Und das ist dann schon wieder lustig. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das sieht, dass das eben, ich bin zum Beispiel emotional, ja, und ich habe immer gedacht, oh Gott, nee, überemotional, und dann habe ich versucht, ins Intellektuelle zu gehen, ja, aber es funktioniert ja doch irgendwie nicht. Und genau, das dem anderen vorzuwerfen, bitte? Genau. Selbstverleugnung wirfst du dir das dann ja vor und sagst, ich bin blöd, gleich zu denken, sonst bin ich so schlagfertig, und wenn es drauf ankommt, dann bringe ich kein Wort raus. Genau. Und dann ärgert man sich über die, die aber dann zu viele Worte machen und dann offensichtlich gar nicht bei dir irgendwie mitfühlen können oder irgend sowas. Oh Gott, ja. Und da, darüber zerbrechen Ehen, ja, oder politische Parteien oder Menschen. Das genau. Muss doch alles nicht sein, wenn man das erkennt, nicht? Und es ist natürlich manchmal nicht so leicht, wenn man meinetwegen tatsächlich in einer Partnerschaft ist und der eine ist emotional zentriert, der andere ist intellektuell zentriert, weil erstmal unterschiedliche Sachen anspringen und die springen einfach an. Da kannst du nichts machen. Es ist dein Muster, es gehört zu dir. Und dass dann eben die intellektuell zentrierte gleich darüber sprechen will und irgendwie auch das komisch findet oder enttäuschend, wenn sie dem nicht nachgeben kann, weil er emotional zentriert ist. Ich mache jetzt mal den nicht den Klassiker mit Absicht, sondern das Umgekehrte. Das ist auch klar. Und dass er dann denkt, ja, die redet und redet und redet, aber in Spüren geht sie nicht. Oder sie gibt mir überhaupt nicht die Zeit, selber das nachzufühlen. Ich kann jetzt gerade gar nicht. Das ist auch ganz verständlich, finde ich. Das ist ganz verständlich. Ja, aber du hast gesagt, dass man empfindet oder glaubt, dass das ein Manko sei beim anderen. Und wenn man das erkennt, dass es nicht ein Manko ist, sondern dass der andere einfach nur anders ist. Und Typologien haben ja dieses Verdienst, dir zu zeigen, dass du nicht der einzigste Mensch auf der Welt bist und der einzige, das, was du fühlst, was du denkst, was du glaubst, dass das ja schon deins ist, aber du kannst daraus nicht herleiten, dass alle anderen genauso denken, fühlen, sehen sogar. Manche Leute sehen etwas und du nimmst es überhaupt nicht wahr und umgekehrt nicht und fühlen, dass es wirklich so total anders ist. Man kann sich das eigentlich kaum vorstellen, bis man das wirklich mal erlebt hat. Und wenn man das jetzt hier nochmal so hört, ne, wie unterschiedlich die Zentrierungen sind und es akzeptiert, dem anderen das lässt, was seines ist, statt ihn umzuerziehen zu wollen, dann ist das ja schon mal ein guter Erfolg. Boris Becker zum Beispiel ist instinktiv zentriert. Und das merkt man, hat man wundervoll gemerkt und gesehen an seinem Tennisspiel. Der in Anführungsstrichen wusste, wo der Ball hinkommt und hat sozusagen instinktiv reagiert, ich glaube irgendwie instinktiv motorisch oder motorisch instinktiv, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Deshalb war der so fantastisch in diesem Bereich. Also alles ist irgendwie wertvoll. Ja, genau. Ja, dann haben wir jetzt noch, die Mentalität haben wir jetzt ausgelassen, aber wollen wir noch mal in die Seelenalter auch gehen?
Genau, ich hatte dann auch gemerkt, als ich schon mit den Zentren angefangen habe, dass ich die Mentalität übersprungen habe. Die Seelenalter sind total wichtig. Und was ich überlege, Heidi, ist, wenn du schon so gesagt hast, ach, vielleicht sollten wir noch was dranhängen, dann würde ich vielleicht vorstellen, ich sage noch kurz was zur Mentalität und wir treffen uns nochmal zu den Seelenaltern, weil dazu gibt es wirklich viel zu sagen, was einfach so erhellend ist und so, also Welt nochmal so ganz anders verstehbar macht, dass es sich lohnen würde, sich dafür noch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Was meinst du? Okay, gerne. Mhm. Okay, gut, dann sage ich noch ein bisschen was zu den Mentalitäten zum Abschluss jetzt dieser Sequenz. Ja, also die Mentalität ist die Art und Weise, wie ich die Welt sehe und mein Zugang zur Welt. Und da finden wir Begriffe wieder, die von den Griechen hier schon bekannt sind. Da tauchen solche Begriffe auf wie Stoiker oder Skeptiker, Zyniker oder Pragmatiker, Realist, Idealist, Spiritualist, Realist. Das sind die sieben Mentalitäten. Und jeder von denen hat natürlich auch wieder das Gefühl, ich bin derjenige, der die Welt richtig sieht. Das ist ja klar. Und oder richtig, die Welt richtig sieht und richtig mit ihr umgeht, so müsste man vielleicht genauer sagen. Da haben wir jeden Tag reichlich Demonstrationen, wenn man im Internet oder im Fernsehen guckt. Ja, ja, genau. Und ein Pragmatiker zum Beispiel, Gelehrtenenergie, ne, das ist eben die geordnet, zentriert und so weiter. Ein Pragmatiker sieht die Welt unter praktischen Gesichtspunkten. Das, was richtig und was wertvoll ist, ist das, was einen praktischen Wert und Nutzen hat. Also die, ne, alles misst sich am Praktischen und Praktikablen, an der Nützlichkeit, wenn man so will. Und danach wird bewertet, sortiert und wahrgenommen. Was ist nützlich? Was hilft jetzt gerade? Angela Merkel ist Pragmatikerin. Die guckt jetzt, was erscheint mir nützlich? Was ist praktisch? Ist ja nicht das Schlechteste, nicht? Weil man sich orientiert auf das, was jetzt im Moment machbar ist. Alle Mentalitäten sind wieder gleichwertig, wie das bei allen Seelenelementen hier so ist. Alle sind gleich wertvoll, aber sie bilden eben einen Ausschnitt. Mit einer Ausnahme, der Realist, der ist im Grunde in der Lage, einen Überblick, der königliche Überblick, einen Überblick zu haben über auch die anderen Elemente. Und deshalb kommt er auch tatsächlich zu so etwas, was man Wahrnehmung nennen könnte. Und was, wenn er wirklich zentriert in seiner Liebe und in seiner Mitte ist, auch relativ unverzerrt passieren kann. Wenn er allerdings auch nur ein bisschen in seine Angstfrequenzen kommt, und das passiert schnell, dann glaubt er, er sehe alles vorurteilsfrei und glasklar. Es ist aber natürlich nicht so. Aber ne, dann Realisten meinen, sie seien diejenigen, die wirklich den Durchblick hätten. Ne? Ja. Ja, und dann ist die Frage, wie man das dann erkennt, nicht? Auf welchem Pol du gerade zu Hause bist. Ja. Ich frage das ja deshalb, weil ich ein Realist bin, wie du mir sagtest. Ja, nochmal in die Tiefe gehen. Es gibt, was die Unterscheidung der beiden Pole angeht, eine ganz gute Möglichkeit, ganz gut vor allen Dingen für kinästhetisch orientierte Menschen oder emotional zentrierte Menschen. Ob das für die anderen so ein guter Vorschlag ist, mögen die dann selber für sich nochmal überprüfen. Also,
Du hältst kurz inne und spürst nach, kommt ein Impuls, den du jetzt gerade hast, aus einer Enge oder kommt er aus einer Weite? Du weißt ja vielleicht auch, dass das Wort Angst etymologisch mit dem Wort eng verwandt ist. Und wenn wir Angst haben und in Angstfrequenzen sind, zieht sich unsere Muskulatur ja auch zusammen. Die Psyche dehnt sich aus, wenn wir Angst haben, die Muskulatur zieht sich zusammen. Ja, wenn man das Gespür hat für den Körper, das wahrnehmen kann, dann ist das eine ganz gute Methode, das zu erfahren. Danke, ja. Also dann hast du einen Indikator damit, einfach mal zum Ausprobieren. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, denen das geholfen hat, einfach nochmal zu spüren, kommt es aus einer Enge oder kommt es aus der Weite? Also kommt es aus der Enge oder kommt es aus der Weite? Ja. Stoiker zum Beispiel haben eben diese unglaubliche Fähigkeit, in so einer Gelassenheit zu sein, wenn sie in der Liebe sind und sagen, tja, so ist es eben. So ist es eben. Und es geht eher darum, im Nachspüren zu bleiben, was die Welt angeht und wie die Dinge so sind, als und ja, damit innerlich zu sein. Der Stoiker, das ist etwas sehr Innerliches. Es gehört ja zu den Inspirationsenergien, ist die Mentalität des Heilers. Und wenn er in der Liebe ist, ist er gelassen. Wenn er in der Angst ist, ist er resigniert. Dann sagt er nämlich, naja, es ist, wie es ist, aber aus diesem Gefühl aus, ich kann ja eh nichts machen. Und das ist in Angst. Der Zyniker, schlechtes Image wieder. Gute Sache, schlechtes Image. Ja, wie oft. Der Zyniker ist die Angst aus der, Mentalität aus der Kriegerenergie heraus. Und natürlich haben wir alle schon zynische Menschen erlebt, die irgendwie Sprüche gemacht haben, die uns wirklich sehr verletzen konnten und die wirklich wie ein Messerstich oder wie ein Skalpell gewirkt haben. Und ja, du kannst mit einem Skalpell Wunden hinzufügen. Du kannst aber auch mit einem Skalpell sozusagen messerscharf operieren. Auch im übertragenen Sinne. Der Zyniker hat die am stärksten ausgeprägte Fähigkeit, Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen und ganz genau zu treffen. Worum geht es hier? Worum geht es? Was ist hier? Das kann keiner so messerscharf wie er. Und dann kann es eben manchmal sein, dass er damit einen wunden Punkt trifft in uns, weil wir da einen Trigger haben. Kann schon sein. Aber er ist wirklich derjenige, der in seiner Analysefähigkeit unerreicht ist. Und ein Geschwür wegzuschneiden, dafür brauche ich dieses Skalpell. Es ist jetzt auch wieder spannend, weil unter Zyniker versteht man im landläufigen Sprachgebrauch eigentlich was anderes. Ne? Gar nicht diese positiven Seiten sieht man nicht. Und dann ist dann auch die Möglichkeit, dass wenn man jemanden als Zyniker einstuft, dass man gar nicht mitkriegt, wo er genau das, die Wahrheit sozusagen oder den Punkt herausgeschert hat, weil man ablehnt, weil er ist ja sonst, wenn er in der negativen Stimmung ist, also in der Angst, weil er da eben, sagen wir mal, unerträglich ist, ja, und dann kriegt er gleich dann so ein Label und dann, wenn er wirklich das genau eigentlich schon sagen kann für dich und es wäre wichtig, und dann nimmt man es gar nicht wahr, weil man ihn ja schon abgehakt hat, sozusagen.
Und weil es schon dann auch manchmal in einer Form rüberbringt, die für die was sehr Kriegerisches hat und die dadurch für manche schwer zu nehmen ist, ne, weil sie diese ganzen kämpferischen Elemente, also ne, man spürt das ja auch, das hat ja, ne, das ist wirklich eine, ja, eine kämpferische, schneidende Energie. Spitzen austeilen, ne? Ja. Aber du, wenn die nicht treffen würden, ne, wenn die nicht eine Wahrheit treffen würden, dann würde uns das doch völlig gleichgültig lassen. Insofern wäre es ja sogar positiv, weil man dann nämlich sieht, wo sind meine Triggerpunkte, wenn ich darauf heftig emotional reagiere, da ist da noch was ich angucken muss. Ne? Statt sich zu ärgern und zu schreien und so abzugrenzen und den Menschen wegzuschieben. Ne? Das ist total interessant. Danke. Ja, und dann gibt es den Skeptiker, der alles hinterfragt und hinterfragen muss in seiner künstlerischen Energie, der in dieser intellektuellen Energie, die aufbrechen will. Differenzieren. Und der Skeptiker fragt nicht, weil er zerstören will, sondern der Skeptiker hat die heimliche Sehnsucht, dass es irgendetwas geben möge, was seinem Hinterfragen standhält und sich dann als eine Wahrheit dadurch herausschälen kann. Das ist das, was er eigentlich will mit diesem Hinterfragen. Aber das kann auch ganz schön nerven, ne? Vor allen Dingen nervt das Spiritualisten, die die Weltsicht haben, alles ist von göttlicher Energie durchdrungen. Und das ist ja auch ein Aspekt von Wahrheit. Es ist eben bloß verengt auf diesen Aspekt, wie alle anderen Mentalitäten sich fokussieren auf bestimmte Aspekte, ne? Wie eben der Pragmatiker auf die Nützlichkeit oder Anwendbarkeit. So fokussiert der Spiritualist auf das Durchdrungensein von göttlicher Energie. Und wenn ich es dann mal ein bisschen zynisch formuliere, dann sage ich mal, ne, fällt ein Blatt vom Baum, ein Zeichen, ein Zeichen. Tja, da haben wir es ja auch mit zu tun. Ja, für Spiritualisten ist alles irgendwie Zeichen. Und ich als Realistin würde sagen, ja, manchmal stimmt es, manchmal nicht. Ne? Ja. Aber der Spiritualist ist sozusagen die Mentalität, die erinnert, dass es tatsächlich auch Teil der Welt ist, dass das Göttliche hier einen Platz hat. Das ist also auch wirklich, das ist super interessant, ne? Du begegnest ja oft den Menschen, die, ich habe es vom Realisten auch ausgesehen, nicht? Die dann wirklich glauben in alles. Und gleichzeitig, ich habe vorhin mit einer Freundin gesprochen und da habe ich gesagt, ich sehe den Vogel, der gerade reingeflogen ist und wieder rausfliegt, als ein Bote meines verstorbenen Mannes. Und dann sage ich, ich glaube es und ich glaube es nicht gleichzeitig. Und das ist doch okay, ne? Das wäre die realistische Einstellung damit. Während der Spiritualist würde sagen, ganz bestimmt, der ist jetzt gekommen und hat dich irgendwie besuchen wollen oder was? Eindeutig, es gibt keine andere Interpretation, also was heißt Interpretation? Das ist die Wahrheit. Das ist eine Priesterenergie, die geht, da geht es um Wahrheit. Ne? Ja, genau. Okay. Und es kann ja auch sein. Wer weiß das schon? Ja, und das ist das, dass wir, was ist das für ein Bestreben, dass man unbedingt die Wahrheit haben will, weil war vom Falsch trennen, nicht? Das ist, wer ist das, der das genau braucht? Ja oder nein? Wir haben das kurz vorhin gehabt. Also, das hat viel mit den Ängsten zu tun und ich denke, es triggert insbesondere Starrsinnige und Selbstverleugner, also Menschen mit der Angst vor Unzulänglichkeit oder der Angst vor Unberechenbarkeit. Ich glaube aber auch, dass es zusätzlich etwas zutiefst Menschliches ist, denn Recht haben
Also, oder ich mache es nochmal anders. Ich frage im Seminar manchmal die Teilnehmer, was ist der Satz, den Menschen am allerliebsten hören? Meldet sich irgendwer und sagt, ich liebe dich. Sag ich, ja, das ist ein sehr schöner Satz, finde ich auch. Aber noch lieber hören wir, du hast recht. Und das hat seinen Grund, weil wenn wir das Gefühl haben, recht zu haben, bedeutet das für uns ja, wir können die Gegebenheiten richtig einschätzen. Das heißt, wir können Gefahr und Abwesenheit von Gefahr einschätzen und kalkulieren und damit in Sicherheit sein. Das heißt, eigentlich ist es auch wieder eine Sicherheit, die Überleben sichern soll und auch eine, die Zugehörigkeit sichern soll. Denn es ist ja auch eine Sicherheit, wenn ich das Gleiche denke, das heißt, das gleiche Recht haben, Gefühl habe, wie eine Gruppe von Leuten, kann ich mich denen zugehörig fühlen. Und Sicherheit und Zugehörigkeit sind menschliche Grundbedürfnisse, die wir als soziale Wesen einfach haben und die unser Überleben sichern. Ja, 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 das ist klar. Mhm. Wir brauchen das. Ja. Ja, da kommen wir mal noch zu den letzten. Wen haben wir noch? Ein Idealist haben wir noch? Ja, ne? Ein Idealist, der hat das unglaubliche, die unglaubliche Fähigkeit, in allem, was er sieht, sofort das Potenzial zu erkennen. Also der sieht sofort, ah, und das steckt drin und das könnte man noch, damit es noch toller wird. Also ne, er sieht immer das, was es noch werden könnte. Und das ist was ganz Tolles. Ne? Da geht es wieder, das ist eine Waisenenergie, geht es wieder um Expansion. Der Nachteil ist, das, was jetzt da ist, ist nie gut genug. Weil das ist ja nicht perfekt. Also es ist nicht, es spricht noch nicht dem Ideal. Und da kommt dann auch wieder ein Spruch von meinem Freund Goethe zum Einsatz, der da sagte, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen. Weil der Idealist einfach das, was ist, und wenn er sein Ideal erfüllt sieht, sich nicht so richtig daran freuen kann, weil ihm das fehlt. Ne? Dieses da aufgucken zu können, zu dem, was irgendwie noch toller ist. Und das macht auch ein bisschen leer und ein bisschen, ach, irgendwie so, ja, ist dann gar nicht mehr so schön. Da muss schnell ein neues Ideal her. Ja, ja. Das erklärt auch so vieles, nicht, was man in der Welt sieht. Ja, also es ist eine unglaublich tolle Triebkraft und hat auch die Schattenseite. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir schon die zweite Episode hinter uns zur Seelenlehre. Wir treffen uns dann wieder für die nächste und da soll es um das Seelenalter gehen. Das ist ja im Allgemeinen, was die Leute am ersten wissen wollen. Bin ich denn nur eine alte Seele oder bin ich doch noch nicht so alte? Alte Seele ist natürlich besser, nicht? Und, also das kann ich gleich vorausschicken. Am tollsten ist eine ganz alte Seele zu sein. Okay, dann ist man wahrscheinlich schon, hat man alles hinter sich oder wie, da kann man endlich ausruhen oder wie ist das? Weil du dann ja schon mindestens dreifach erleuchtet bist. Ah, okay. Ja, gut. Da reden wir dann das nächste Mal drüber und ich sage jetzt erst nochmal Dankeschön und es ist wirklich toll, wie du das so erschließen kannst in die alltägliche Bedeutung eines jeden Menschen und ich hoffe, wer zuschaut, hat ebenfalls das Gefühl, was dazugelernt zu haben und vielleicht auch inspiriert zu sein, sich da ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Und ja, am besten dann sich mit Marion auch in Verbindung zu setzen. Man kann auch Bücher lesen. Ich hatte auch Bücher vorher gelesen. Hier ist das Buch Archetypen der Seele. Ups, das geht mit dem Hintergrund, geht es, da ist es gerade. Das ist eine Sache, ein Buch zu lesen, aber sich mit jemandem, der sich da auskennt, über die eigene Matrix auszutauschen und die auch sich erst mal erstellen zu lassen. Das ist nochmal ganz was anderes. Und du siehst ja, ich bin komplett begeistert davon und ich freue mich dann schon auf unser nächstes Treffen. Und kommt wieder, nicht?
Tschüss. Ja, tschüss.